just make me crack. Hallo Leute und willkommen zurück. Ich bin's wieder, Jan, und ja, es geht weiter mit Naruto Ultimate Ninja Storm 3 im Online-Modus und ja, 21, 20, 19, 18, 17. Gut, hier nehmen wir mal Zufall. Puh, ich weiß nicht, ist glaube ich. Ja, egal, wir nehmen sie einfach. Egal wie lange es jetzt her ist, wir nehmen sie. Fertig. Okay, wir spielen gegen, keine Ahnung, müssen wir gleich gucken. Ich wollte jetzt nicht wieder Namen sagen, aber den interessiert ja keinen und den weiß ich gerade auch nicht. Also, ich weiß die Zahl nicht hinter den Namen, aber wie gesagt, ist ja egal. Ist eigentlich egal, gegen wen wir spielen oder nicht. Außer wenn es ein Abonnentenkampf ist, dann sage ich natürlich, gegen wen das ist. Aber so interessiert das keinen. Da seht ihr den Namen. Yusuf. Oder Yusuf. Keine Ahnung. Genau, egal. Ich habe es gerade ein bisschen so... Ah, Japanisch ist es nicht ausgesprochen. So wie man... Ach, keine Ahnung. Lass mich in Ruhe. Nein, boah, hätte das jetzt die ganze Zeit... Hier, der macht das jetzt... Nein, okay, der ist bisher nur im Erwachtmodus. Der hat das bisher nur einmal gemacht. Ich wollte nur sagen, weil wenn er schon so anfängt... ja, dann habe ich hier nur schlechte Bedenken. Dann weiß ich ja nicht, was da noch passieren soll. Ich kann abwehren, mein Freund. Abwehren ist jetzt nicht die größte Herausforderung. Aber gut. Mach, was du willst. Mich stört es nicht, solange du nicht da direkt... vor mir bist, sodass ich das gar nicht ausweichen kann, fast abwehren kann. Ausweichen kann ich ja trotzdem, wobei das, ich weiß jetzt immer noch nicht, ob es das jetzt gepatcht wurde, dass man das jetzt abwehren kann oder nicht, ja, ausweichen kann, und ich habe kein Chakra mehr. Puh. So, zack, die fliegen langsam auf ihn zu. Nein, ich wusste es, ich wollte ausweichen. Mann, ich weiß doch, dass es nicht geht. Ich weiß doch, dass mich das verfolgt. Mann, ich wollte das eigentlich nur ausweichen. Und warum mache ich das Ganze in die Nütze, wenn ich sprinten will? Verdammt, mach einfach einen Sprint, Mann. So, dann friss halt. Ich fail grad, okay. So, jetzt aber, komm. Jetzt muss ich den auch mal wieder... Schön. Ich sehe das gerade gar nicht ein, wie ich fail. Nein, ich sehe es schon ein, aber es ist gerade heftig. Ich fail gerade richtig, Alter. Okay, das war jetzt unnötig von mir, also ziemlicher Fail von mir, aber gut, passiert auch mal. Zack, und er lässt sich wieder davon schon treffen. Ja gut, er hatte das Ding gemacht, da kann er, glaube ich, gar nicht ausweichen. Aber, naja, gut, ich rede gerade ein bisschen, wie ich weiß, aber ich konzentriere mich gerade ein bisschen, weil ich fail gerade schon die ganze Zeit wieder und das nervt. Und, Alter, kann der jetzt mal bitte aufhören, die ganze Zeit wegzurennen? Das nervt nämlich. Hat nämlich ziemlich, wenn er die ganze Zeit wegrennt. Ich meinte, man kann es verstehen, wenn er keinen Tauschbalken hat, aber es nervt trotzdem. Das ändert nichts daran, dass es nervt. Auch wenn man es verstehen kann. Also er sprintet einfach instant weg. Nope, das wird so nichts. Natürlich, fick dich. Jaguar. Warte, Jaguar? Jaguar? Jaguar, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube schon Jaguar. Oder? Ich weiß es nicht, ich sollte meine Klappe heißen. Heißen? Alter, was geht ab bei mir? Hauptsache kein Deutsch können. Hauptsache kein Deutsch können. Schuppenexplosion. Du wirst mit einem Riesenwumms enden. So erledige ich Fu solche Sachen. Okay. Zack. Nice. Gut, ich hoffe mal, er wird noch ein, zwei Kämpfe machen, weil ich halt, wie schon im letzten Part gesagt, keinen Bock habe für einen Kampf dann nochmal. Na, egal, ihr wisst, was ich. Halt, dass ich dann nur einen Kampf mache und dann muss ich das synchronisieren und dann die nächsten Kämpfe und bah, da habe ich keinen Bock drauf. Bitte mach noch einen. Nice. Gut. Gut, gut, gut. Ja, ich weiß, ich rede wieder. Ich weiß zumindest ein bisschen weniger, das habe ich ja drauf geachtet, aber ich habe mich halt ein bisschen konzentriert, weil ich halt hart am Failen war, aber halt, ne? Wird schon, denke ich, irgendwie passen. Tobi. Ja, komm, nehmen wir Tobi. Nehmen wir Tobi, Tobi, Tobi. Und Shujuro und Neji. Okay. Ich glaube aber, ja, Yagura war neben Yaguro. Und das ist, ne, Yu. Nein, Yu nicht. Yaguro, oder? Oder Yu. Ne, Yugi, oder? Ne. Ich lasse es gut sein. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung. Die brauchst du mir noch nicht sagen. Ich weiß ja eigentlich, wie das heißt. Sonst gucke ich es nochmal nach, wenn ich es wissen will. Aber das braucht ihr mir jetzt nicht in die Kommentare schreiben. Könnt ihr mir von mir aus machen, aber... Braucht er eigentlich nicht.
Okay, er spielt wieder mit Minato. Ja, soll er halt, ne? Ist mir eigentlich relativ egal. So, als erstes haust du mal direkt mal hier so auf den Gegner und ja, Neji, du machst mal einfach gar nichts, auch okay. Ich krieg erstmal einen Rasengan in die Fresse, weil ich zu dumm war, weiter abzuwehren, aber hey. Das ist doof an Tobi, wenn der Gegner Tauschbalken einsetzt, weil der braucht dann erstmal ein bisschen, um halt wieder aus dem Boden rauszukommen. Jetzt schon wieder. Du sollst nicht das Linie zu machen, du sollst einen Linia-Sprint machen, Alter. So, also, wo bin ich? Achso, ich habe keinen Schakter mehr. Und was? Hat er gerade schon wieder einen Ninjutsu gemacht? Alter, ich mache ganz halt gar nicht. Ich mache hier ganz normal greife ich an. Aber Tobi will lieber Ninjutsu machen, so wie es scheint. Aber egal, passt schon. Hör, Hauptsache der Kopf steckt erstmal im Boden fest. Nein! Boah. Jetzt hatte ich gerade Angst, dass er trifft, ey. Da hatte ich gerade Angst, dass sein Ninjutsu trifft. Aber das hat es nicht. So, jetzt treff und weg geh ich. Renn nicht weg. Nein, du lässt das Shuriken schön bei dir, das Rasengan. Beides. Du wirst ein Shuriken und dann machst du Rasengan. Also beides lässt du bei dir schön. Weil das mag ich nicht ganz so, weißt. Aber abwehren kann ich natürlich auch. Das stört mich jetzt nicht so. Wenn du halt so ein bisschen dein Chakra-Größe so ein bisschen verkleinern willst, dann habe ich jetzt auch keinen. So großes Problem mit. Aber Hauptsache, ich lasse mich hier die ganze Zeit treffen. Also natürlich auch, wie er da auf dem Boden rumrutscht. Nein. Wow. Eigentlich wollte ich hinsprinten. Du solltest da nichts werfen. Du solltest sprinten, Mann. Ach, Tobi, mach das, was ich dir sage. Ich mag das nicht, wenn du andere Sachen machst. Und das wollte ich auch wieder nicht machen. Egal. Egal. Es hat geklappt, also hey. Warum nicht? Und das trifft nicht. Okay, habe ich mir eigentlich schon gedacht, aber gut, hätte ja sein können. Puh. Eigentlich wollte ich auch ultimatives Team-Jutsu machen, aber... Nope, das wollte Tobi auch nicht. Ich muss aufpassen, ich habe keinen Tauschbalken mehr. Puh, danke, Neji. Danke. Puh, lol, ich wurde noch getroffen am Arsch. Jetzt muss ich jetzt mal Chakra aufladen. Nope. Was? Was machst du da, Tobi? Nicht Ninjutsu machen. Lad auf. Lad, das machst du gut. Einfach aufladen. Du brauchst Chakra. Und jetzt probiere ich einfach das. Mal gucken, ob es klappen wird. Nope, da waren ein paar Kisten im Weg. Aber der ist heute wahrscheinlich so oder so nicht getroffen. Und warum hat das jetzt getroffen? Das wundert mich jetzt. Aber egal. Ja, das ist auch ein bisschen fies, das Ninjutsu von Tobi, aber naja, warum soll ich nicht auch mal Ninjutsu einsetzen, ne? Also, ich hoffe mal, den letzten Kampf machen wir auch noch, wobei, wenn er nicht machen will, wäre es auch nicht so schlimm, es sind schon 8 Minuten und dann will ich den Part halt wieder ein bisschen kürzer machen, wird mir dann leid tun, aber das ist dann jetzt die Schuld von dem Gegner, ne? Wenn er jetzt keinen Kampf mehr machen möchte. Er macht nochmal, okay. Nice. Ja. Gut. Ja, komm, lad mal ein bisschen schneller, danke. Für den letzten Kampf nehmen wir natürlich auch wieder Zufall. Sakura. Ja, komm. Spiel bald zweimal Sakura, wieso nicht? Und dann noch den ersten Kage. Ich könnte auch im Prinzip mal die Kage wieder spielen. Weil, ich weiß gar nicht, den ersten und zweiten, den habe ich den überhaupt schon gespielt? Wenn ja, dann habe ich die auf jeden Fall noch nicht oft gespielt. Und auch den dritten nicht. Minato weiß ich, habe ich gespielt, Tsunade und dann so. Aber ich weiß gar nicht, die erste bis dritte Kage, die habe ich, glaube ich, alle noch nicht gespielt. Zumindest sonst noch nicht oft. Obwohl doch einmal, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Part war, das ist das so, ich weiß nicht, weil ich das halt aufgenommen hatte, als ich mit denen gespielt habe, aber egal. Wird schon alles irgendwie passen. Er spielt wahrscheinlich wieder mit Minato. Ne? Nein, okay, er spielt, nein, mit Dedawa. Das wird in Spam enden. Yay, egal, wir werden das, denke ich, trotzdem irgendwie hinkriegen, hoffe ich zumindest. Ja, toll, da haben wir natürlich jetzt den falschen Charakter für gegen den Spammer. Wir hätten uns natürlich einen Charakter nehmen können, der ausspammen können, aber wo sollen wir wissen, dass er einen Spammer nimmt? Oh Mann. Ach, da habe ich jetzt mal gar keine Lust gerade drauf. Naja, ich denke, es wird schon irgendwie klappen. Hoffe ich zumindest. Ja, es wäre aber schön, wenn wir jetzt mal laden würde das Spiel. Danke. Hat auch nicht lang gedauert oder so, ne? So, bevor du überhaupt die Chance hast zu spammen. Ja, leck mich.
Ja, ja, Hauptsache er macht einfach direkt ultimatives Team. Nein, ultimatives Jutsu nur. Da kannst du ja ultimatives Team-Jutsu, aber das ist gar nicht das ultimative Team-Jutsu, das ist einfach normales Ninjutsu. Ultimatives Ninjutsu. Mein Gott. So. Jetzt kriegst du ja so ein bisschen auf die Fresse, ey. Die ganze Zeit nur am Spam und Tauschen und Spam und weiter Spam und weiter Tauschen und. Ah. Nein. Lasst mich in Ruhe. Komm jetzt. Ja. Mein Gott. Hör auf wegzurennen. Er geht extra auf Distanz, damit er spammen kann. Naja, egal. Guckt euch an, er geht extra weit auf Distanz. Hauptsache, er kann spammen. Mein Gott, aber spammen sollte man schon zumindest ein bisschen können, mein Freundchen, weil wenn du einfach nur ganze Zeit... Oh nein, ist noch... Ah, schade, egal. Das bringt dir nämlich auch nicht viel. Okay, nein, lass mich in Ruhe. Aber natürlich mit dem Erwacht-Modus ist es dann doch nochmal was anderes, weil der einfach überall OP ist. Jetzt fick dich, Mann! Kannst du seit nur... Aber er hat ja die ganze Zeit Tauschen gemacht, oder wie? Oder warum habe ich den jetzt ultimatives Ninjutsu rein feuern können? Er muss ja im Prinzip die ganze Zeit getauscht haben, weil ich dachte, er hat noch ein paar Tauschbalken, aber gut. Dadurch haben wir den Kampf jetzt gewonnen, weil... Ja, er kann nicht gut spammen und auch mit Erwartung muss nicht so gut umgehen anscheinend. Ja, das ist halt... Ein bisschen spammen sollte man schon können, je nachdem, was für einen Charakter man hat, weil... Wenn man halt hier nur so Dedera spam macht, ganze Zeit Viereck drücken, dann kann man ja einfach einen Ninja-Sprint hier machen. Das geht ja eigentlich relativ einfach. Deswegen einfach nur drauf los spammen. Das bringt dann auch nicht immer was. Aber gut, ich hoffe natürlich wie immer, dass der Part euch gefallen hat. Und ich sag's wie immer, tschüss, bis zum nächsten Mal.